Lange Verhandlungsrunden sind zu Ende gegangen. Und wir haben wirklich etwas geschafft, das vorher keiner glauben wollte. Wir haben es geschafft, als S&D-Fraktion und als Parlament im europäischen Bereich hier, Sozialstandards zum ersten Mal in die Agrarreform zu verankern. Noch nie war es vorher möglich und noch nie war es vorher überhaupt den Gedanken der Menschen, dass man sich auch an soziale Mindeststandards für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halten muss, wenn man Geld aus der Europäischen Union bekommen will. Ich glaube, das ist ein Riesendurchbruch. Auf der einen Seite gibt es Fortschritte, wenn auch nicht so groß, im Bereich der grünen Architektur. Aber es gibt diesen wirklich wunderbaren Fortschritt, dass wir zum ersten Mal, seit es die gemeinsame Agrarpolitik gibt, Mindeststandards im sozialen Bereich verankert haben. Das gab es nur durch die S&D. Dopo 6 mesi di negoziati e un'ultima riunione fiume di quasi 2 giorni, abbiamo raggiunto finalmente un accordo politico sulla riforma della nuova PAC. Abbiamo saputo garantire ancora una politica comune europea, evitando il rischio di una rinazionalizzazione che abbiamo da sempre considerato assolutamente negativo per i nostri agricoltori. Avremo soprattutto una PAC più verde, più attenta ai giovani, più giusta, con la nuova condizionalità sociale che grazie al nostro gruppo politico ora è parte integrante della PAC. Ma è più sfruttamento della manodopera utilizzando fondi pubblici. Abbiamo fatto cioè tanti passi in avanti da tanti punti di vista. Ora la palla passa agli Stati membri che dovranno proporre piani strategici ambiziosi per implementare al meglio queste priorità. C'est la première politique agricole commune depuis 1992, dans laquelle nous allons avoir plus de régulation que de dérégulation. Nous sommes parvenus à ce résultat grâce au nombre important de propositions faites par le Parlement européen et sur lesquelles le Conseil européen a bien voulu, tout au long de nos travaux, suivre nos propositions. Après 30 années de dérégulation, le message essentiel de cette réforme, dans tous les cas pour le volet de l'Organisation commune des marchés, c'est de dire avec force que l'enjeu est maintenant la question de la souveraineté alimentaire européenne.